Oh, guten Morgen, so weit gepennt. Poncho einfach noch halbwegs ruf. Schön, dass ihr macht, aber egal. Jo, erster Tag, erste Nacht vorbei. Morgentoilette erledigt, die Zähne putzt, die Waschen etc. Das Alt erledigt, ich bin halbwegs fresh. Ja, dann lasse ich mal den Schwärzesee. Ich dachte, das war Schwarzsee, aber nee, Schwärzesee hinter mir. Ich arschwert heute wahrscheinlich nicht ansatzweise so viel aufnehmen wie gestern. Wobei, wer weiß von dem Material, was gestern aufgenommen wurde, wie viel davon überhaupt verwendet werden kann. Ja, mal kicken, was heute zusammenkommt, was ich euch heute um die Ohren hauen kann. Ja, Mist, ich bin hier in Fino. Ich habe Fino wieder verlassen, halbwegs wach mittlerweile. Na, ja, aber Fino gibt es irgendwie angeblich gar nicht so wie Bielefeld. Ja, nee, insofern als das, wenn man Fino verlässt, dann steht, man würde Eberswalde verlassen. Ich war also gar nicht in Fino. Nee, ich war in Eberswalde. Wollte ich gar nicht hin. Wollte auch nicht nach Fino, also ist egal. Jetzt werde ich aber gleich nochmal rasten, weil ich habe heute Morgen gedacht, ach, irgendwann kommt noch mal ein bisschen Sonne raus auf dem Weg. Dann werde ich doch einfach mal meine ein, zwei Sachen, die noch zu trocknen sind, nämlich der Poncho und mein Handtuch, mal trocknen. Ja, dazu komme ich gleich. Einfach aufhängen. Kann jetzt hier ein bisschen trocknen und ja, was wollte ich noch sagen? Genau, aus Fino habe ich noch ein bisschen Wasser, Radler und Bier mitgenommen. Geht. Komme ich heute mal hoffentlich mit meinem Essen aus. Ein bisschen Thunfisch. Das kann ich aber sagen. Es ist ekelhaft schwül. Sieht man bestimmt nicht. Oder wahrscheinlich nicht, aber hier ist relativ viel Leben drin. Also große Fische. Oh ja, jetzt sehe ich gerade einen, der ist über einen halben Meter lang. Da ich hier am Wasser jetzt ja ein bisschen Zeit totschlagen muss, dachte ich, erzähle ich ein, zwei, drei Wasseranekdoten, warum ich es eigentlich nicht so mit Wasser habe. Obwohl ich trotzdem im Wasser sitze. Erste Kiste ist relativ kurz, fangen wir auf chronologisch vorne an. Ich glaube, ich war 4 Jahre alt. Ich glaube, das war der Bodensee, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall Riesensee. Mit meinem Vater und meinem Bruder auf dem Kanu gewesen, ich bin drin. Also kanadiermäßig, also offen. Zack, einmal natürlich schön, ich weiß nicht, wer es provoziert hat oder sonst irgendwas, schön umgekippt. Und alle haben sich natürlich mehr Sorgen gemacht um mich, als ich selber Sorgen hatte, weil ja, ich hatte der Weste an und so ein Kram, ich war safe. Chick. Haben sich alle Sorgen gemacht. Also ich hatte kein Problem damit. Da hatten die anderen mehr Sorgen. Das zweite Mal war da beschissener, weil daher rühren meine eigentlichen Sorgen. Kanal ist schön, das Beispiel. Kanal ist tief. Geht hier gleich schön tief runter rein. Ja, und vor tiefem Wasser haben die meisten Leute ja Angst, weil sie nicht sehen, was drin ist. Da könnte man ja in die Tiefe gerissen werden. Gezogen. Da denken alle, das ist Schwachsinn, das passiert nicht, gibt's nicht. Tja. Beschissenerweise ist genau das mir passiert. Keine Ahnung, wie alt ich war. Ich glaube, 12 oder sowas. Früher gab es noch Ferienlager. Ja. Ferienlager. Beschissene Sache. Ich war auch bloß einmal da. Insofern beschissen, als dass die dort sowas wie ein Neptunfest gefeiert haben. Und ich hatte es dann offensichtlich eigentlich mehr oder weniger verdient, beim Neptunfest ausgesucht zu werden. Nämlich, um mit Essensresten, alten Essensresten aus der Kantine übergossen zu werden und dann ab ins Wasser. Also Steg auf dem See. Runter und dann haben sie mich ins Wasser geworfen. Wäre halt okay gewesen. Wenn dann im Wasser nicht ein Taucher gewesen wäre, der mich runtergezogen hätte. Und der hatte mich erst losgelassen, nachdem er mich, wie gesagt, in die Tiefe gezogen hatte, nachdem ich ihm ins Gesicht getreten hatte. Ja, also ich immer schön nach unten, weil er hat ja nicht losgelassen. Ich hatte erst aufgehört, nachdem ich ihm ins Gesicht getreten hatte. Und so eine Erfahrung wünsche ich keinem Menschen. Ja, das war die zweite Geschichte und deswegen habe ich auch so ein bisschen Bammel vor dem Scheiß hier. Wenn ich nicht alleine bin, ist okay, springe ich einfach auch mal mit drin. Ein Fluss, ein See, sonst irgendwo, auch wenn ich nichts sehe. Aber alleine, geht mal in den See an Rand oder so. Brauche ich jetzt nicht so. Deswegen meine gewisse Angst. Achso, eine Sache noch, die dritte. Ich war aber nicht sofort raus aus dem Wasser, deswegen. Ja, also, so war der dann auch nicht. Wir waren noch in Griechenland,
ganz weit raus gewesen, aber man sieht alles. War ein riesig, ach, das waren 5 Meter unter mir halt irgendwie riesige Steinplatten. Da bin ich dann halt mal ein bisschen runtergetaucht und auf der Hälfte habe ich dann den Oktopus so betrachtet. Gebührender Abstand, ganz weiter Abstand. Hoch, habe jemanden mal rangerufen. Hey, hier, guck mal, coole Sache. Und der andere hatte den Fehler begangen. Ich muss gestehen, ich wusste nicht mal mehr genau, wer es war. Ist auch nicht so wichtig. Habe ich rangeholt und der hatte den Abstand nicht so wahrgenommen. Da konnte ich mir dann quasi einfach angucken, wie er dann vom Oktopus, ich weiß nicht, das waren einige Meter, also 50 Meter auf jeden Fall, die dann auf, ja, mehr als 50 Meter, die er dann erstmal ins Land musste und von dem Oktopus da verfolgt wurde. Ja, der hat appetitet, dann hat er den, also, das ist ja, die haben ja so eine krasse Bewegungsart auch, also, hätte er es gewollt, den mal anderen, hätte er den auch gekriegt. Das war einfach bloß, Angriff ist die beste Verteidigung. Aber ich konnte mir das dann halt unter Wasser angucken, das Spektakel. Der ist dann bis ans Land auch ran. Die haben ja dann, also es war in Griechenland, die haben dann halt ganz viel, das war kein normaler Sandstrand, sondern Kieselstrand. Und der Kieselstrand, ja, da hat er sich dann niedergelassen und dann konnte man schön sehen, wie er sich dann halt angepasst hat. Das war schon cool. Also ist ja nicht alles Mist so ungefähr, ne? Und ich werde hier noch begrabbelt jetzt von, ich bin von Ameisen, du musst mal unterbrechen. War ja hoffentlich auch interessant hier noch. Meine Wasseranekdoten. Ich verbringe jetzt relativ viel Zeit, weil das reicht halt immer noch nicht. Das Handtuch braucht am längsten. Das ist richtig geil, also auch von der Saugkraft, obwohl das eigentlich relativ klein ist und so, aber nein, auch ewig zum Trocknen. Dann verlasse ich den Spot mal wieder. Oh, eigentlich ganz chillig. Aber heute, man sieht es ja auch, es ist so ein bisschen grau, aber das ist nicht grau, das ist einfach nur schwül. Ja. Also man spitzt trotzdem beim Nichtstun. Hurra! Na dann geht's weg. Kaum hat man Fido, ich meine Eberswalde verlassen, kommt man in Eberswalde an? Ah, ist die Clara Zetkin Siedlung. Hurra! Und ich verlasse zum x-ten Mal Eberswalde. Das Eberswalde ist sogar durchgestrichen. Alles ist Eberswalde. Hier beginnt Eberswalde. Da beginnt Eberswalde. Überall beginnt Eberswalde. So, da steht Lichterfelde, Gemeinde Schorfheide. Wie jetzt? Ich bin nicht mehr in Eberswalde? Ich bin verwirrt. Dabei ist doch überall Eberswalde. Ich komme aus Eberswalde. Du kommst aus Eberswalde. Alle kommen aus Eberswalde. Naja, wenigstens ist es nicht Straße, ne? Jetzt laufe ich erstmal über ein Feld. Aber Feld hat den Vorteil, wenn ich dann da oben angekommen bin, weil jetzt geht auch schon Wind. Oh, der ganze Schweiß kann seine Arbeit tun und ein bisschen kühlen. Weil ohne den Wind bringt es ja nichts. Ich weiß, Wind ist eigentlich mein Feind, aber in der Hinsicht ist er immer mein Freund. Egal, ob er von vorne oder hinten kommt. Ja. Keine Ahnung, warum der mittendrin anfängt und dann da hoch in irgendein Naturschutzgebiet geht, aber endlich kommt hier ein Weg. Keine Ahnung warum. Hier gibt's Kühe. Okay. Grüße, ja, Grüße, hallo, Grüße, Grüße. Hey, du bist eine blöde Kuh. Ja, okay, nimm's dir nicht so. Hier haben sie es nicht so mit den Namen, denn ich glaube, ich komme dann irgendwann am Wirbelinsee an. Da habe ich gerade gewundert, hä, wie jetzt? Ich muss doch da lang zum Werbelinsee, aber da lang geht es nach Werbelin. Tja, muss ja auch nicht nach dem Dorf oder Stadt benannt sein, die an einem See liegt, ne? Ich glaube Altenhof oder so heißt das. Vielleicht hieß das auch früher mal Werbelin. Oder Eberswalde. Wer weiß. Also, Altenhof bin ich angekommen. Dürfen den See auch gerne Altenhofer See nehmen. Jetzt wollte ich einfach bloß mal kurz ablegen. Aber ich muss noch mal wieder die Schuhe ausziehen und das wollte ich jetzt hier nicht machen. Da gehe ich mal weiter. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, ich musste mir ein paar Pommes holen. Wie damals als Kind im Freibad oder sonst wo. Ja, das ist mein Urlaub hier, wa? Hier, Pommes.
Füße, nackte Füße im kalten Wasser nach dem Laufen. Yeah. Der Chef lüftet aus und ich gönne mir jetzt Pommes. Okay, ich war jetzt nicht im Wasser, gebe ich gerne zu, aber war mir Latte, es geht jetzt um Essen. Ich muss jetzt mal frühstücken. Schön heiß. Und salzig müssen sie sein. GoPro, stopp. GoPro, stopp. Du willst weiter zugucken, wie ich esse. GoPro, stopp. GoPro, stopp. Stopp. Reicht nicht, warum? GoPro, stopp. Du doofe Miststück. Jetzt aber. GoPro, stopp. Ja, hier ist ein ganz süßer kleiner Weg, der direkt am Wasser lang führt. Und ich habe sogar noch ein paar Tropfen abbekommen gerade. Der Weg hier ist zwar ganz nett, aber eigentlich wollte ich hier noch nie sein. Das sind seine Hoden. Hoden. Da ging der Weg mal lang. Jetzt geht er da lang. Ja, das ist so tricky, wie es aussieht. Ja, aber lasst euch nicht täuschen, also wer wirklich mal irgendwie hier von Altenhof nach Joachimsthal will, sind ein paar Meter. Und mit dem Fahrrad, naja, anderer Weg. Aber den Weg, den ich gewählt habe, war ausnahmsweise mit Fahrrad gar nicht benutzbar. Also da waren Stellen dabei, die habe ich auch gezeigt, mit dem Fahrrad tricky. Wirklich tricky. Jetzt bin ich gleich in dem Joachimsthal. Hier ist eine hübsche Bank. Also ich bin noch nicht ganz in Joachimsthal drin. Will aber erstmal weiter planen, weil ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber es macht keinen Sinn, die irgendwie jetzt eigentlich vorzulaufen, weil da kommt nichts. So ungefähr. Ich will überlegen, ob ich jetzt hier erstmal nochmal plane. Und planen kann man ja gelegentlich immer brauchen. Außerdem ist es ein schöner Platz. Wie erzähle ich es meinen Kindern? Ich habe jetzt viele Pläne gemacht. Einer davon sieht so ein bisschen arschlos aus. Der heißt einfach, ich fahre morgen zurück. Aber nächsten Tage wird es über 10 Grad noch mal wärmer. Und ich habe heute schon Probleme. Ich habe mit dem Schwitzen und ich hasse Schwitzen. Von wegen, wer schwitzt, stirbt. Ich bin The Walking Dead. Ja. Jo, also jetzt sind die Temperaturen eigentlich ganz angenehm. Ich werde noch mal ein bisschen nach Joachimsthal reinschauen. Hab ja noch ein paar Minuten, weil nur jetzt stundenlang dann halt, stundenlang einfach nur am Wasser sitzen ist jetzt auch nicht so geil. War ja noch ein bisschen Bewegung auf jeden Fall. Wie gesagt, kann mich jetzt auch noch bewegen, aber wenn ich an die nächsten Tage denke, nee, hab ich gar keinen Bock drauf. Also ich werde mich auch bewegen, geht jetzt die erste Frage, vielleicht mal da rausgehen, aber da werde ich vielleicht mal in meinen See gehen, Tümpel. Muss ich jetzt nicht die Kilometer schrubben, was ich sowieso nicht mag, kommt dann noch erschwerend hinzu. Ja, gehe ich lieber dann wieder ab in Mut, nehme mir Zeit. Jetzt also erstmal ab in den Town. Hier ist es sogar richtig hysterisch sozusagen. Insofern ist das der Bahnhof hier, der Kaiserbahnhof ist. Also es gibt hier zwei Bahnhöfe, das ist der Kaiserbahnhof. Ich glaube, das war Kaiser Wilhelm II. Oder so ein Spaß. Auf jeden Fall in dem Fall konnte der dann hier sich zur Jagd herbegeben und dann hier die Schorfeide zerschießen. Deswegen gibt es den. Hier gibt es auch, heutzutage gibt es den, damit man sich hier Hörspiele reinziehen kann. Keine Ahnung jetzt, was für welche. Ich nehme aber nicht an Herr der Ringe oder keine Ahnung. Sondern eher so irgendwas wie Kaiser lässt irgendwas bauen und dann steht das 100 Jahre später oder so. Auch wenn der Bahnhof nicht so aussieht und er dann halt zum Gebäude passt, aber er wird benutzt, also hier fahre ich dann gegebenenfalls morgen ab. Ich
glaube, einen beschissenen Rapper habe ich auch noch nicht gesehen. Thunfischig. Jo, der Tag neigt sich dem Ende. Hab gerade noch ein paar Minuten quatschen können, natürlich, wie sich das gehört. Mit dem älteren Herrn. Nette Begegnung gewesen. Der hat in Zeiten von Corona heute Abend auch keine Zeit wirklich oder keine Muse für Fußball gehabt. Egal. Das hier ist auch viel attraktiver. Und was morgen kommt, naja, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich zurück, aber nicht sofort wahrscheinlich. Ach, ich werde sehen. Daher bis gleich. Eigentlich ist es Luft schon raus. Nicht bei mir, sondern bei der Isomatte. Nee, ich muss erstmal anfangen. Ich habe noch, also es ist 6:30 oder so. Ich habe jetzt noch fast eine Stunde einfach noch rumliegen. Holt noch nicht raus. Es war so frisch. Ja, also die Nächte sind jetzt echt frisch. Also die Nacht vorher war irgendwie angenehmer, halt ich will ab. Ja. Also, weit bin ich nicht gekommen. Ich werde mich einfach an einem anderen See frisch machen, weil die Mücken haben mich zum Glück hier eigentlich am Land eigentlich ganz okay in Ruhe lassen, so ungefähr. Aber jetzt schwimmen sie hier schön über dem Wasser und ich werde einfach rüber und ein bisschen später ins Wasser springen. Genau, Zähne putzen muss erstmal reichen, um sich wohl zu fühlen. Dann klingt man vielleicht auch nicht mehr wie aus einem alten Streifen, in dem sehr viel geraucht wurde. Sehr viel geraucht wurde. Ich laufe jetzt bestimmt umsonst zurück, aber ich glaube, ich habe irgendwie einen Akku verplant. Gut, dass ich nicht mehr einen Meter zurückgegangen bin, sondern nur mal drüber nachgedacht habe. Ja, der eine Akku, also die GoPro wollte am Anfang eh nicht, deswegen musste ich ja schon einen von den beiden nehmen. Und weil heißen den, den ich jetzt gesucht hätte, den gucke ich gerade an, mehr oder weniger. Ja, super, dass ich nicht so weit hier bin. Und wahrscheinlich schnell legt das auch nicht hin. Deswegen auch eine ganz tolle Aufnahme. Top. Soweit so gut. Hat eine schöne Stelle gefunden. Dann werde ich mich jetzt mal fresh machen. Und dann auch die Hälfte des Tages wahrscheinlich hier einfach verbringen und nichts machen. Das Schöne daran ist, ich habe Buch vergessen. Ja, es gibt mehr als das eine. Und ich wollte mal das zweite lesen. Mann, Mist. Egal. Irgendwie kriege ich die Zeit schon tot geschlagen. Keine so eine schlechte Bilanz. 50-50 würde ich sagen. Insofern ein großer Krebs, Brustkrebs oder was auch immer das war und zwei kleine Tote. Naja, hier muss man ewig rinlaufen. Was ja auch nicht schlecht ist, so für Kinder und so, aber die Stege, die hier mal waren, waren bei Maps sogar noch eingezeichnet. Gibt es nicht mehr. Leider. Hat mir jemand erzählt, ich habe hier kurz mit jemandem geschnackt. Wieder mal ein nettes Gespräch gewesen und vielen Dank nochmal. Er weiß, was ich meine. Keine Ahnung, warum ich sie gerade schon wieder aufnehme. So, ist mein noch hier verweilt vom Vormittag. Ich weiß bloß noch nicht in welche Richtung. So richtig. Ich nehme eine. Jo, willkommen in der Region. Ich war gerade im Überlegen, wo bin ich denn überhaupt gewesen? Hier, ich bin irgendwie Rüthnitz los. Dann hier rum irgendwie nach Wiesental. Da war ich genau halbwegs erfolgreich. Dann bin ich irgendwie unter Fino gelandet bei diesem See. Von Studenten überlaufen, wie gesagt, aber schön im Wald eigentlich noch. Ja, wie geht's denn irgendwie weiter? Von Fino ging es dann aus, genau, ich war immer in Eberswalde. Nee, da muss das irgendwie gen Nordenjang sein, genau, Lichterfelde, irgendwie Buko, genau hier, Buko, da ist Herr Buko, hey, da bin ich lang. Altenhof, genau, kommt mir auch bekannt vor. Und dann bin ich hier am Nellingen gehört und dann war ich da. Genau, und jetzt bin ich einfach da.
Ich werde kommen, also von heute auf morgen. Nee, also, ich bin heute eigentlich bloß hier in der Region. Bing, bing, bing. Wie sich das gehört, habe ich natürlich die falsche Richtung gewählt. Ja, hier muss man irgendwie ganz blöd rumlaufen durch Town und so weiter. Habe ich nicht bei. Ich muss wohl in die andere Richtung. Hey, die Chance war 50-50. Also auch 50-50 ins Klo zu greifen. Aber ist also relativ. Ob ich hier lang laufe, da lang laufe. Ich laufe. Steg auch voll drauf. Jo, bin ich schon wieder zurück. Ich chill jetzt heute Runde und dann werde ich irgendwann mal in die andere Richtung gehen, weil jetzt kommt die. Ist einfach schon Mittagshitze. Ist einfach dumm, jetzt hier rumgelaufen zu sein auch schon. Aber ich wollte auch nicht die ganze Zeit hier rumkeimen. Werde ich jetzt aber wohl. Oder übel. Oder wohl. Oder wohl. Aber es gibt halt keinen klassischen Wanderweg jetzt hier rum, leider. Ich habe mit jemandem gesprochen gehabt gestern, der meinte, also mit dem ich gestern gesprochen hatte, der meinte, hier kommt man gut mit dem Fahrrad rum, aber auch nicht dran, sondern einfach bloß rum. Schade drum. Also doch nicht rum. Die Bienen, ich meine, eigentlich die Hummeln, Zoom. Und sogar meine Aussicht. Und die hätte ich wahrscheinlich nicht während irgendwelche Ferien. Ja, das ist mein Wanderausgleich. Vorher so viel gewandert, dafür jetzt extra gar nicht viel gewandert. Macht doch nicht, wie gesagt, so viel Sinn, jetzt in der Mittagssitze rumzurennen hier. Puh, Alter. Ich bin jetzt weg vom Wasser und Holodrio, es ist zwar etwas späterer Nachmittag, aber klar, die Sonne knallt immer noch fröhlich vor sich hin. So, erstes Fazit schon mal, ich brauche andere Schuhe. Für so eine längeren Sachen brauche ich andere Schuhe, weil ich kann nicht immer wieder einfach nur anhalten, nur um die Schuhe auszuziehen und zu lüften. Und des Weiteren, Flüssigkeit, so viel extra Scheiße. Ich muss dann doch sofort erstmal, wenn ich zu Hause ankomme, wenn ich auspacke, checken, was brauchte ich überhaupt von dem Quatsch wieder. Dann müsste ich ja hier direkt schon meinen Rausschmeißer eigentlich machen, wa? Na dann. Ich sag mal so, das war für so einen komischen Kurzurlaub, also für so einen Trip mal in den Norden. Ganz spontan, das war wirklich halbwegs spontan. Also für meine Verhältnisse spontan. Ja, es ging auch noch spontaner mit Potsdam, also das war am gleichen Tag entschieden. Wirklich. Und jetzt? Naja, jetzt mache ich wieder Abflug. Falls das nicht hier reinpasst in mein Programm, es ist auch völlig egal, weil es mein Programm, ne, passt halt immer. Daher egal. Bis zum nächsten Mal.